Hallo und herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video für South Park Seasons 1 bis 5, die DVD-Box und South Park Seasons 6 bis 10. Es gibt zwar schon auf YouTube ein Unboxing für South Park Seasons 1 bis 5, aber ich habe noch kein Unboxing für Seasons 6 bis 10 gefunden, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, die eben zu machen. Also ich habe die extra noch nicht ausgepackt. Was ich sagen muss, ich habe sie über Amazon bestellt. Beide, wohlgemerkt, für gerade mal 9,97 €. Also die hat mich nur 9,97 € gekostet und die auch. Das heißt, ich habe für beide Boxen zusammen mit 10 Staffeln 20 € bezahlt. Das ist nix. Das ist 2 € pro Staffel. Also ein Hammerpreis war halt im Angebot. Es gibt auch noch Boxen mit den Staffeln 11 bis 15 und 16 bis 20, wo halt dann Stan und Kyle drauf sind. Aber die sind leider nicht im Angebot gewesen. Die sind auch relativ teuer. Also gerade die Staffel 15 bis 20 Box ist ja auch gerade erst erschienen. Das wird bestimmt noch eine Weile dauern, bis die dann mal reduziert ist. Ja, ich meine, South Park, wir kennen es wahrscheinlich alle. Ist natürlich eine Serie, die jeder von uns bestimmt geguckt hat, lange bevor er 16 war. Wegen den ganzen Ausdrücken und so. Und dann später natürlich wegen der ganzen Gesellschaftskritik und weil man durchaus viel davon lernen kann. Viele Themen kritisch angesprochen werden und man vielleicht auch manchmal eine andere Sicht der Dinge bekommt und da auch durchaus viel Weisheit dahinter steckt und natürlich der irrwitzige Humor, den wir alle lieben. Was ich noch dazu sagen wollte, hier die erste Box ist am 4. Juni 2015 erschienen, kostet jetzt wieder 31,49 € bei Amazon. Also ich habe nicht mal ein Drittel bezahlt, muss man sich mal reinziehen. Hier die zweite Box ist am 3. September 2015 erschienen und die kostet jetzt sogar 36,49 €. Also das ist wirklich der Burner und ich bin so froh, dass ich sofort zugeschlagen habe, als ich das gesehen habe. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, mir South Park auf DVD zu kaufen, weil man ja eigentlich sowieso alle Folgen auf southpark.de gucken kann. Aber ich muss sagen, dass ich immer häufiger das Problem hatte, wenn ich versucht habe, mir auf southpark.de Folgen anzugucken, dass der Stream irgendwie abgeschmiert ist, dass dann irgendwie irgendwelche Fehlermeldungen kamen oder keine Ahnung. Und ich bin es halt einfach leid. Also früher konnte man wirklich einen Serienmarathon machen über southpark.de, aber mittlerweile, ich weiß nicht, was die geändert haben, was die gemacht haben, funktionieren die Streams bei mir gar nicht mehr richtig. Oder du guckst halt die Folge und die bricht mittendrin ab. Und jedes Mal, also auch wenn man dann neu lädt und nochmal probiert, bricht es mittendrin ab. Und das habe ich einfach satt und dann habe ich lieber die Folgen auf DVD daheim. Hinzu kommt noch die ganze Islamdebatte, muss ich auch noch gerade sagen. Also ich weiß nicht, ob es jeder von euch weiß, aber die 200. und 201. Folge, also es ist eine Doppelfolge, behandeln Mohammed und seine Power, seine besondere Kraft, dass eben niemand ihn verarschen darf. Ironischerweise hat ausgerechnet diese Doppelfolge mit der Message genau das eigentlich bestätigt. Also so dumm sind diese ganzen radikalen Islamisten, so dermaßen Gehirn amputiert, dass die quasi die Aussage von der Doppelfolge mit ihrem Verhalten nur bestätigt haben, indem sie eben Bombendrohungen ausgesprochen haben gegen die South Park Studios, gegen Matt Stone und Trey Parker und die übelst bedroht haben, was eben dazu geführt hat, dass die Folgen in Amerika extrem stark zensiert und ausgepiept nur noch ausgestrahlt wurden und halt auf DVD erschienen sind und hier in Deutschland eben überhaupt nicht, also auch gar nicht erst auf Deutsch synchronisiert wurden. Jo, und das hat wiederum dazu geführt, dass nachträglich 3 Episoden gebannt wurden, in denen Mohammed eben auch thematisiert wird oder wurde. Und das sind nämlich die Folgen 4 bzw. 3, da habe ich jetzt voneinander abweichende Nummerierungen gefunden im Internet. Also auf southpark.de wird es als 4. Folge der 5. Staffel gelistet, ist aber komischerweise an der Stelle, wo die 3. Folge sein müsste. Und auf Wikipedia wird es eben als 3. Folge der Staffel gelistet. Und zwar ist das Staffel 5. Folge 3, die Liga der superbesten Freunde, die kann man nicht mehr auf southpark.de gucken, wegen genau diesem Thema.
Und in Staffel 10 sind es die Folgen 3 und 4, Cartoon Krieg Teil 1 und 2. Die kann man auch nicht mehr auf southpark.de gucken. Meine Hoffnung ist natürlich jetzt, dass diese drei Folgen zumindest auf den DVDs enthalten sind. Ich habe es in dem einen Unboxing von Season 1 bis 5 gesehen, dass da die eine verbotene Folge zumindest mal auf der Box Standes drauf mit drauf sein müsste. Aber wir gucken uns das jetzt auf jeden Fall zusammen an. Ich finde es halt auch ein spannendes Thema gerade. Und danach entscheidet sich ja auch, ob sich das lohnt, sich die Boxen zuzulegen oder nicht. Also wie gesagt, ich finde damals, wo noch alle Folgen auf southpark.de verfügbar waren, hat es sich definitiv nicht gelohnt, sich die DVDs zu kaufen. Aber jetzt, wo eben die Streams so kacke funktionieren, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist oder ob andere dieselbe Erfahrung gemacht haben mit den Streams. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem Adblocker, ich habe überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall, seitdem macht es keinen Spaß mehr auf southpark.de. Und deshalb, wie gesagt, für 10 € kann man auch nichts sagen pro Box. Ich finde, das ist wirklich ein Megaschnäppchen, wenn man überlegt, dass man bei den meisten anderen Serien für eine einzige Staffel schon 10 € hinlatzen kann. Und das ist noch günstig für eine Staffel. Und hier kriegst du direkt 5 Staffeln für 10 €. Und ich finde auch noch die DVD-Boxen sehr schön, muss ich dazu sagen. Und was ich auch noch sagen muss, was mich total weggeschickt hat, ich bestelle viel bei Amazon, weil ich ja auch ein Prime-Mitglied bin. Aber das war wirklich das allererste Mal, dass ich bei Amazon eine DVD-Box bestellt habe und die ist bei mir gekommen in Luftpolsterfolie eingewickelt. Sonst verschicken die die immer ohne alles, ohne irgendeinen Schutz. So nach mir die Sintflut und man muss ja damit rechnen. Wir kennen ja die Deutsche Post oder auch DHL oder Hermes oder keine Ahnung. Da werden Pakete nun mal geschmissen. Und das können die auch gar nicht anders machen, weil die so einen engen Zeitplan haben. Da kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, es ist die Sache desjenigen, der etwas verschickt, das eben so zu verpacken, dass es auch wenn das Paket geworfen wird, nicht kaputt gehen kann. Und das verpasst Amazon leider immer. Und deswegen war ich total baff, dass die Boxen einzeln verschickt wurden und beide eben schön in Luftpolsterfolie eingewickelt waren, dass da auch wirklich nichts dran kam, weil ich so oft von Amazon DVD-Boxen bestelle, die dann total verknickt sind, die ich dann wieder zurückgehen lasse und dann kommen die nochmal verknickt an, weil Amazon ja nichts daran ändert, wie sie ihre Sachen verpacken. Und das ist ja einfach total blöd und ärgerlich und schade. Und diesen Ärger hatte ich Gott sei Dank hier mit den South Park-Boxen nicht. Was aber komisch war, es hat wesentlich länger gedauert, bis die Boxen verschickt wurden. Also sonst geht das eigentlich immer ratzfatz, wenn man was bestellt, was Amazon auf Lager hat. Aber hier weiß ich nicht, ob die das irgendwie outgesourced haben, aber es ist auf jeden Fall von Amazon direkt angeboten worden. Also war jetzt kein Marketplace-Artikel. Ich werde jetzt ganz vorsichtig hier die DVD aufmachen, die DVD-Box. Ich glaube, ich mache das gerade wirklich mal hinter der Kamera, weil ich da ein bisschen Angst habe, was kaputt zu machen. Ich habe jetzt hier einen ganz kleinen Schnitt gesetzt, damit ich das jetzt aufziehen kann. Also ich hatte extra mit dem Unboxing gewartet für dieses Video, obwohl ich die erste DVD-Box schon seit gestern hatte und die zweite kam halt heute erst. Und hier seht ihr schon Seasons 1 bis 5 schön einzeln. In verschiedenen Farben. Also jede Staffel hat auch so ein eigenes Farbschema, was übrigens auch auf southpark.de so zu sehen ist. Das seht ihr bei den Vorschaubildern. Hier ist jetzt mein erster Kritikpunkt an den Boxen, dass hier dieser FSK-Flatschen leider nicht auf der Folie als Aufkleber drauf ist, sondern wirklich fest auf der Box und dementsprechend leider das Covermotiv ein bisschen entstellt. Das finde ich, ist das Einzige, was mir an der Box nicht gefällt, weil sonst finde ich die Box optisch total schön. So, hier die erste Box ist halt voll und ganz Kenny gewidmet. Hier seht ihr auch Kennys Familie. So ein schwarzer Punkt, der geht aber nicht ab. Die Mutter mit ihrem I'm with Stupid Shirt, was sie immer anhat in allen Folgen. Der Vater und die Geschwister von Kenny. Eine sagenhafte DVD-Kollektion. Willkommen in South Park. Das gab es noch nie. Über 75 Episoden der Season 1 bis 5 in einer ungeheuerlichen Wahnsinnssammlung. Vom hungrigen Hugo über böse Buben bis hin zu Timmy
und dem sprechenden Handtuch wird es einfach unverschämt gut. Cartman, Kyle, Stan und Kenny wachsen in South Park heran, mit Analsonden, Chin-Pokémon oder dem berüchtigten Scott Tenorman. Es wäre unverzeihlich, ihnen nicht dabei zuzusehen. Wobei natürlich das nicht so ganz stimmt, weil South Park ist ja keine Coming-of-Age-Story, sondern die Kinder bleiben ja immer im selben Alter. Bis auf einmal wechseln sie ja, glaube ich, die Klasse, kommen, glaube ich, dann in die dritte Klasse oder so. Aber dann später bleiben die eigentlich immer im selben Alter. Ja, also hier seht ihr schon alles Mögliche. Hier vom Embryo-Tumor bis hin zum Chin-Pokémon. Hinten noch so ein Schwuler. Hier, das ist Gott, wie er in South Park dargestellt wird. Ja, viele andere Charaktere. Die neue Lehrerin, die sie dann später mal zeitweise hatten, bis Mr. Garrison zurückgekehrt ist. Und ich glaube, ganz im Hintergrund, das ist der Succubus, der in einer Folge vorkommt. Hier, das ist ein Arschgesicht. Die gibt es ja wirklich. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht alle Charaktere. Ich weiß hier die Ente, da weiß ich zum Beispiel gerade gar nicht, was die war und wo die vorkam, in welcher Folge. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall so viel dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich gezeigt schon unten, wie es aussieht, unten drunter. Also schön im South Park-Look. Ich tue die Box gerade mal auf Seite, die stört so ein bisschen. Schön im South Park-Look. Immer mit den schneebedeckten Tannen und Bergen im Hintergrund. Dann gucken wir uns doch jetzt einfach mal die einzelnen Staffeln an. So sieht der Schuber von innen aus. So. Okay. Erstmal hier die komplette erste Season. Hier mein nächster Kritikpunkt. Warum ist das kein Bändecover? Hat man schon wieder den total dummen FSK-Flatschen, der einem das ganze Coverbild verschandelt. Das ist natürlich sehr schade. Dann hier hinten seht ihr alle 13 Folgen der ersten Staffel. Special Features: Jay Lenos Auftritt bei South Park an Thanksgiving. Ned's O Little Town of Bethlehem Musikvideo. Cartman's A Holy Night Musikvideo. Ich denke mal, dass die Extras identisch sind mit den Extras, die auch auf der einzeln erhältlichen Staffelbox drauf sind. Und hier seht ihr die Episoden Cartman und die Analsonde, wie werde ich ein Kampfkoloss. Genau, so viel zur ersten Staffel. Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja, hier zweite Staffel. Leider wieder der FSK-Flatschen, der alles versaut. Also das finde ich wirklich sehr schade. Ich weiß auch nicht, was das ist. Warum das hier so versäumt worden ist bei den South Park-Boxen. Gerade wo die sonst so schön sind, von der Aufmachung her, dann immer diese elenden FSK-Flatschen überall, obwohl das ja heutzutage eigentlich Standard sein sollte, dass man ein Wendecover hat. Also da weiß ich echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Anscheinend nichts. Achso, ich hab noch gar nicht reingeschaut, ich Idiot. Genau, ist natürlich auch interessant, hier reinzugucken. Was ich sehr schön finde, hier hat man einen detaillierten Episodenguide. Deshalb haben sie wahrscheinlich auf das Wendecover verzichtet. Zugunsten des Episodenguides, was ja auch in Ordnung ist. Weil ich finde sowas immer gut, wenn ein Episodenguide dabei ist. Okay, sie hätten jetzt natürlich auch einfach ein kleines Booklet machen können dafür, aber kann ich dann auch verstehen aus Kostengründen, gerade wo die Boxen eh so günstig sind, wenn man das dann nicht macht. Hier ist sehr viele Kenny-Motive. Ich glaube, das ist dann bei allen Staffeln in der Box, weil Kenny ja auch auf der Box drauf ist. Genau, also hier hat man dann die ganzen Episodenbeschreibungen, was ich auch sehr gut finde. Man sieht auch direkt, auf welcher Disc welche Folge drauf ist. Das muss man dann dem wieder zugute halten. Ja, Staffel 2. Das muss ich auch dazu sagen, das andere Unboxing von der ersten Staffelbox. Was es auf YouTube gibt, das ist bei weitem nicht so detailliert, wie das jetzt hier bei mir ist. Also allein deshalb fand ich es jetzt auch sinnvoll, zur ersten Box nochmal ein Unboxing zu machen. Obwohl, hier ist dann auch mal Cartman auf den Discs drauf. Ein bisschen mehr im Vordergrund. Joa.
Da sind eigentlich die Episodenübersichten noch relativ uninteressant. Interessant ist vielleicht lediglich, wie viele Folgen das sind. Also hier sind es 18 Stück, also schon deutlich mehr als bei der ersten Staffel mit 13 Folgen. Sowieso, die ersten paar Staffeln hatten noch wesentlich mehr Folgen als die späteren. Also wenn jetzt mal eine Staffel rauskommt, die hat ja dann immer so um die 13, 14 Folgen. Aber damals hier waren es noch 17, hier bei der Staffel zum Beispiel. Hier sogar mit Kommentar von Trey Parker und Matt Stone. Ist bestimmt auch mal interessant, wenn die mal ihren Senf dazugeben. Jo. Hier leider auch wieder der FSK-Flatschen, aber das ist ja bei allen DVDs so leider hier in der Collection. Hilft ja nichts, wenn ich es jedes Mal anspreche. Dafür haben wir hier den wunderbaren Episodenguide. Hier übrigens eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, Katzenorgie, was ja so eine Art Dreiteiler ist, wobei sich da mehrere Handlungsstränge parallel abspielen. Man erfährt zum Beispiel in der Folge Katzenorgie, was bei Cartman abgeht. Also es spielt alles in ein und derselben Nacht. Und hier in der Folge, wenn der Vater mit dem Vater, was bei Stan abgeht und bei geschnittene Pfadfinder, nee, beschnittene Pfadfinder, da ist jetzt hier das Ding davor, da sieht man eben, was bei Kyle und Kenny passiert ist in der Nacht. Das fand ich total coole Idee eigentlich. Ich wünschte, das würden die häufiger machen, sowas. Weil dieser Dreiteiler in Anführungszeichen, der gefällt mir wirklich gut. So. Dann haben wir hier wieder 17 Folgen, auch wieder mit Kommentar von Trey Parker und Matt Stone. Und keiner lacht zur Weihnachtszeit. Die komplette vierte Season. Ich überlege die ganze Zeit, was diese weißen Kostüme nochmal waren. Ach so, haben die sich da vielleicht als Boygroup versucht? Vielleicht irgendwie sowas, weil das sieht mir so ein bisschen nach Boygroup aus. Ach, ich freue mich schon total auf meinen Rewatch von der kompletten Serie. Weil South Park ist echt. Es ist einfach Kult. Man muss es einfach gesehen haben, finde ich. Und jetzt gerade bei den aktuellen Staffeln ist ja auch immer interessant, wenn dann aktuelle Themen aufgegriffen werden. Nur was mir an den neuen Staffeln nicht so gefällt, muss ich sagen, ist, dass mittlerweile mehr Wert darauf gelegt wird, dass jede Staffel so ein übergreifendes Thema hat, beziehungsweise so einen roten Faden und nicht mehr so episodenhaft ist wie früher. Und da finde ich, dadurch wirkt es manchmal etwas langatmig, weil mir diese Episoden, die in sich abgeschlossen waren, eigentlich lieber sind. Also nicht bei jeder Serie, aber gerade bei South Park. Ich glaube, das ist Butters Vater nackt, da auf dem Bild. Die komplette fünfte Season. Hier ist natürlich jetzt sehr interessant. Guck mal, hier seht ihr die Arschgesichter. Hier ist natürlich sehr interessant zu sehen, ob hier sind es nur 14 Folgen. Das sieht schon wenig aus. Aber ihr seht, da steht Folge 3, die Liga der superbesten Freunde. Und das ist eine von unseren gebannten Episoden. Von daher ist das ja schon mal ein gutes Zeichen, dass die hier mit aufgeführt ist. Ne, das ist ja super, dass die Folge hier mit drauf ist. Weil wie gesagt, die gibt es dann nur noch auf DVD zukünftig. Die werdet ihr wahrscheinlich im Fernsehen nicht mehr sehen. So. Damit wären wir eigentlich jetzt auch schon durch. Hier mit der ersten Box. Ich glaube, dass ich euch die zweite Box dann in einem anderen Video vorstelle. Und dass ich es jetzt erstmal gut sein lasse, weil hier das Video jetzt auch schon wieder ein bisschen länger geworden ist, als ich eigentlich vorhatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Kommentare und Feedback da. Und bis zum nächsten Mal. Vom hungrigen Hugo. Voll der Zungenbrecher. Ich muss gerade mal die Katze rauslassen. Du hältst mich immer auf. Kater spielt mit irgendwas. Was hast du denn da jetzt gefunden? Ich leg die, glaube ich, einfach mal ein. Genji! Der wird frech.